Jetzt kommen wir zu ziemlich gefährlichen Lebenswegen. Männer, seid vorsichtig. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ganz, ganz gefährlich. Ihr wollt für eure Frauen doch sicherlich zu Weihnachten irgendwelche schönen, tollen Dinge kaufen, oder? Aber hütet euch, ins große Warenhaus zu gehen. Das ist, und schon gar nicht allein. Also geht da lieber zu dritt oder zu viert hin. Also verabredet euch mit euren Freunden. Weil alleine ist das brandgefährlich. Nicht? Man möchte ja vielleicht auch mal was schenken, nicht, was man so dann auch irgendwann mal auspacken kann. Also nicht zu Weihnachten hinterher. Nicht? Und da gibt es so gewisse Abteilungen, die sind gefährlich. Vor allem, wenn man da alleine hingeht und nicht genau die Körpergröße seiner Frau weiß und das schätzen muss. Und dann hält man da so irgendwas an und guckt dann auf andere Damen und passt das. Da kann man ja sagen, Leute, ist gefährlich. Nehmt Freunde mit. Oder eure Frau, aber das ist auch gefährlich. Bei meiner ist das immer so, ich drehe mich um und dann ist die weg. Ja, und dann denke ich mal, wo ist die denn? Und dann renne ich durch das halbe Kaufhaus und finde sie nicht wieder. Und dann sagt sie, wieso, ich war doch nur hier um die Ecke. Und dann hat sie sich hinter irgendeinem Schrank versteckt. Hoffe, sie verzeiht mir das. Sie sitzt hier auch irgendwo. Als gelernter Kavalier der alten Schule begleite ich meine Frau ins große Warenhaus von Zeit zu Zeit. Und dann drücke ich mich auch nicht vor so heiklen Missionen wie dem Stöbern in diversen Dessous-Kollektionen. Ich folge ihr diskret und schlüpfe undurch nieder und schlag verwirrt errötend die Augen nieder. In der Dessous-Abteilung, da spürst du willkommen, wirst als Mann noch immer nicht so richtig angenommen. Natürlich bin ich aufgeklärt und schwer emanzipiert und trotzdem fühlst du dich als Kerl irgendwie deplatziert. Und auch diesmal gerät der Damenunterwäschekauf für mich als Mitläufer zum reinsten Spießrutenlauf zwischen Hüfthaltern und Leibchen und Feinstrumpfhosen auf langen Plexiglasbeinen in merkwürdigen Posen zwischen Schlitzkorsetts und kopflosen Plastikrümpfen, Sloggies und French Knickers und aufgespreizten Körperschlümpfen vorbei am Unterleib mit abgetrenntem Schenkel. Deine Tanga trägt dann eigentlich mehr einen Schnürsenkel bis zum liegenden Torso, der Glitzerbody bedeckt, den Betrachter gleich das Himmelreich entgegenstreckt. Und ich ergreife in Entsetzen und Mitgefühl zugleich, das muss ja schrecklich kneifen, da ist doch alles zart und weich. Und erzähle nicht, dass diese winzigen Zaunträumen strings nicht ganz gewaltig in der Porinne scheuern. Und die Druckknöpfe und die Haken, die an keinem Body fehlen, graben noch tiefe Kerben in die Familienjuwelen. Und ich denk bei mir, wie locker, lustig, frei und los, als mein Südpol in meiner zeltähnlichen Feinde. Und zum Welterfolg, ob ihr euch Frauen versklaven lasst, nur weil es einen triebgestörten Modemacher passt. Während ich noch übers Los der Frauen meditiere, ist meine plötzlich weg, ich stehe allein im Revier. Jetzt bin ich ganz verloren, ich fang nervös an zu zucken. Mein Blick eilt stark umher, nur wohin soll ich jetzt gucken? Sich zu Boden, zur Decke, mit unschuldiger Miene oder aus dem Augenwinkel zur Umkleidekabine. Guck ich auf die Busen oder besser auf die Zwickel? Egal, wenn gleich an diesem mich als Spann am Wickel. Und ich spüre, wie sich böse Blicke in meinen Rücken bohren. Was hat der alte geile Sack in dem Dessous verloren? In Panik bahne ich meinen Weg und die Verschluss. Versteck mich hinter Nachthemden, verhedder mich im Strass. Schuhe halt in den BHs, die schon leer aussehen wie volle. Ich brauche die Situation, gerät ganz außer Kontrolle. Schon tritt ein spitzer Stöppeler, besatz mich hinterlistig. Und dann schirmt das auf mich nieder, ey, Wichser, verpiss dich. Also geh ich mich auf den Furien der Lünchen lassen. Flüch ich mit erhobenen Händen zu der Frau hinter der Kasse. Ich erkläre meinen Fall, sie lächelt mütterlich, flüstert was ins Telefon und kurz drauf führe ich. Der kleine grauhaarige Hahn
Männer, sei mal ehrlich, das geht anders. Man weiß ja nicht, gerade wenn man so als alter Sack dahin geht, wenn die jungen hübschen Damen da rumlaufen, kommt man immer irgendwo hin und traut sich irgendwie nicht so. Aber naja.